Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um das Thema Infrarotfernbedienung und wie ich die mit dem Mikrocontroller meinetwegen auswerten kann. Ich habe hier mal eine Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut mit dem Atmega 8. Dann hier diesen Infrarotempfänger. Hier ist noch ein USB-Seriellwandler. Und ich habe hier eine Fernbedienung genommen und zwar ist es von so einer RGB-LED-Leuchte, wo ich hier verschiedene Farben einstellen kann. Und ich habe das bis jetzt so programmiert, dass ich also hier die rote Leuchtdiode anhabe, die grüne, die blaue, die weiße und dann auch natürlich ausschalten kann. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich mal kurz zeigen. Das Grundproblem bei diesen Infrarot-Fernbedienungen ist das, dass die verschiedene Protokolle oder Sprachen, sage ich mal, sprechen. Das heißt, ich kann also hier meinen Aufbau nicht mit einer der anderen Fernbedienungen steuern, sondern nur mit dieser hier. Und die Frage ist natürlich als erstes, wie kriege ich eigentlich raus, was für ein Protokoll sozusagen dort implementiert ist? Und dazu gibt es eine Bibliothek für ein Atmega, und zwar ist es die IRMP, die Infrarot-Multiprotokoll-Bibliothek. Und dort kann man einstellen, das Protokoll. Man kann aber nicht nur das machen, sondern man kann ein Demo-Programm starten, wo man dann auch sehen kann, welches Protokoll die entsprechende Fernbedienung implementiert hat. Und das will ich mal jetzt am Rechner kurz zeigen. Auf der Seite von mikrocontroller.net, dort ist der Artikel über dieses IRMP zu finden. Dort ist also alles beschrieben, eigentlich auch sehr gut beschrieben, muss man sagen. Und man kann auch, wenn man hier runterscrollt, sich das Ganze mal herunterladen. Und zwar hier unten. Hier im Download-Bereich. Man sieht, hier ist jetzt eine Version 3.0.9, Stand vom 19.02.18, also nicht sehr alt. Und damit lädt man sich dieses IRMP runter und bekommt also mehrere Dateien. Hier unten ist nochmal beschrieben, welche Dateien man dazu bekommt. Und wichtig sind im Prinzip hier die oben genannten und auch hier als Beispiel mal für den AVR in dem Fall. Diese IRMP Main AVR-UART.C, die ist also wichtig, weil man damit nämlich rausbekommt, auf welchem Protokoll eine Fernbedienung sozusagen eingestellt ist. Und wenn man es entpackt hat, das Ganze, dann macht man das also speichert man es in irgendeinem Ordner ab und kann dann mal mit dieser IRMP Main AVR-UART ein bisschen rumspielen. Das habe ich auch gemacht. Dazu werde ich mal hier meinen WinAVR eröffnen. Und das ist jetzt sozusagen die angepasste Main, also Main.c. So habe ich sie erstmal auch umbenannt. Und es gibt noch zwei andere Dateien, diese irmp-config.h und irmp-protocols.h, die sehr wichtig sind. Darauf komme ich gleich mal zurück. Man muss das Programm jetzt hier gar nicht verstehen. Das Einzige, was das eigentlich macht, es liest sozusagen den Code aus der Fernbedienung und übermittelt den auch über die UART hier. In dem Fall, also alles, was hier in diesem Bereich ist, das geht dann an die UART. Das heißt, ich kann mit dem Terminal-Programm dann sehen, was dort geschickt wird. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ich will noch ganz kurz nach oben gehen, um die Sache funktionsfähig zu machen. Das habe ich zumindest festgestellt. Muss man hier dieses Define FCPU 8 Millionen, also 8 Megahertz jetzt in dem Fall eintragen. Sonst funktioniert es nicht. Also man muss hier die Taktfrequenz eintragen. Jetzt gehe ich mal in die irmp-config.h. Dort sind also verschiedene Protokolle dargestellt bzw. aufgelistet hier auf der Seite. Und ein Protokoll, was man braucht, das muss man hier freischalten mit einer 1. Also ich habe jetzt hier eine 1 bei dem NEC-Protokoll. Das ist ein Standardprotokoll, was sehr oft verwendet wird. Das habe ich also eingeschaltet, die anderen nicht. Und die Frage ist natürlich jetzt, naja, wenn ich jetzt das nicht weiß, das Protokoll von der Fernbedienung, wenn meinetwegen kein Hersteller aufgedruckt ist oder so, ja, da muss man leider hier irgendwie durchprobieren. Aber es gibt natürlich Hinweise hier auf der rechten Seite, Remarks, zu welchem Protokoll hier diese Liste sozusagen oder die Tabelle hier gehört. Wie gesagt, NEC-Protokoll kommt relativ häufig vor, also auch hier von dieser Fernbedienung, die spricht also dieses NEC-Protokoll, das ist ein Standardprotokoll von diesen Billigteilen, sage ich mal. Da muss ich es also auswählen und ich bekomme dann nachher im Terminal ein Ergebnis, nämlich die Protokollnummer. Und hier ist es nochmal aufgelistet, hier sind die Nummern 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter.
wenn das dort erscheint, dann weiß ich, welches Protokoll dort verwendet wird. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich wechsle mal ins Terminal und ich bin jetzt hier verbunden mit der Schaltung über den USB-Seriellwandler. Und wenn ich jetzt hier die Fernbedienung nehme und hier mal auf den Sensor gehe, dann sieht man hier Protokoll 0x02. Dann gibt es noch eine Adresse, nämlich EF00. Das wäre sozusagen die von der Fernbedienung. Und das Kommando ist jetzt bei, ich glaube, ich hatte blau hier gedrückt. Achso. Wenn ich jetzt die blaue Taste hier drücke, dann bekomme ich hier eine 0x006. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß drücke, ja, auf der Taste, dann kriege ich eine 7, also hier dieses weiß und so weiter. Und so kriege ich raus, welche Tasten hier ja welche Daten übermitteln. Ich habe jetzt hier mal eine andere Fernbedienung, das ist diese hier. Und wenn ich ja da drauf drücke, sieht man auch das gleiche Protokoll, 0x02, eine andere Adresse. Kommando ist jetzt auch hier in dem Fall, wenn ich jetzt hier dieses OK drücke, dann ist es hier 0x040. Und wenn ich jetzt hier meinetwegen eine 1 drücke, dann ist es hinten eine 16, 0x0016. Und so kann ich im Prinzip jetzt hier das auch auswerten. Ich habe jetzt hier noch eine andere Fernbedienung, eine Sony. Und wenn ich jetzt da auf den Sensor gehe, passiert hier im Terminal nichts, weil das Sony-Protokoll sozusagen nicht freigeschaltet wurde. Ich gehe also jetzt hier auf den ersten Eintrag Sony, da muss ich eine 1 natürlich eintragen. Ich muss es abspeichern und nochmal kompilieren bzw. rüberschieben. Den Controller flashen mit Program. Und wenn ich jetzt... Oh, da ist ein Fehler noch drin. Moment, nochmal. Müsste aber eigentlich gehen. Okay, kein Fehler. Und wenn ich jetzt nochmal raufgehe, dann sieht man... Das Protokoll ist jetzt die 1 und wenn ich jetzt hier in diese Liste gehe von dem IRMP Protokolls 1, dann sieht man hier, das ist Sony. So kann man eben die verschiedenen Fernbedienungen testen. Man sieht auch hier dieses Protokoll Nummer 2, da ist also NEC, Pioneer, JVC, Toshiba und auch diese No-Name Fernbedienung und so weiter. Das ist also ein sehr populäres Protokoll, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt aber auch andere Fernbedienungen, nämlich diese hier. Da steht überhaupt nichts drauf. Also da ist weder ein Hersteller noch sonst irgendwas. Und ich habe also keine Ahnung, was das jetzt für ein Protokoll ist. Und ich muss also hier dann reingucken in diese IRMP-config.h und muss dann probieren hier anhand dieser Freischaltung, welches Protokoll das ist. Jetzt weiß ich aber Gott sei Dank, woher diese Fernbedienung ist. Die ist nämlich von so einem Standlüfter. Und hier ist ein Eintrag, nämlich Fan-Ventilator. Und das habe ich mal probiert. Also ich werde es mal auf 1 setzen. 1. Und dann speichere ich das wieder. Dann flashe ich den Controller. Und wenn ich jetzt hier diese Fernbedienung jetzt ranhalte, dann sieht man auch, aha, er hat jetzt tatsächlich Protokoll. Hier in dem Fall 2C, Adresse 0, Command eben hier irgendein Kommando. Und ich kann also jetzt auch diese Fernbedienung hier verwenden, um da meinen Mikrocontroller zum Beispiel zu steuern. Wie man sieht, kann man hier diese Library IRMP gut übernehmen. Man kann auch dieses Demo-Programm übernehmen. Kleinere Änderungen müssen gemacht werden natürlich. Einmal hier das mit dem Define-F-CPU. Und dann die Frequenz natürlich angeben. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel mit der Fernbedienung hier diese RGB-LED ansteuern will, muss man natürlich entsprechend dann hier unten in dem Bereich, in der Hauptfunktion, in der Main, das natürlich tun. Ich habe hier Folgendes gemacht. Die RGB-Leuchtdiode hier hängt bei mir an Port C. Das heißt, ich habe Port C auf Ausgang gestellt und erstmal alle Leuchtdioden ausgeschaltet natürlich. Und hier gibt es eine Vorschleife, dort werden die ganzen Daten, also sprich das Protokoll, die Adresse und das Kommando übertragen auf die serielle Schnittstelle. Und ich habe einfach Folgendes gemacht, ich habe danach hier eine Switch-Anweisung reingesetzt und habe gesagt, ich gucke nach diesem IRMP-data.address,
Ich gucke mir also erstmal die Fernbedienung an. In dem Fall ist es bei mir die Adresse EF00. Wenn das der Fall ist, dann gucke ich mir das Kommando an und habe dann die Kommandos hier mal, bin die mal durchgegangen. Und sozusagen für Rot, Grün, Blau, Weiß und Aus. Und bin also hier auf die Ziffern gekommen, 2, 4, 5, 6, 7, 8, also ist hier unten leider zu sehen. Und habe dann gesagt, okay, wenn jetzt hier zum Beispiel 2 ist, dann ist der Port C ist gleich off. Und habe off oben auch nochmal definiert, beziehungsweise Port C, wenn es 4 ist, ist er dann eben rot und so weiter. Und so kann ich im Prinzip hier die Leuchtdioden oder die einzelnen Leuchtdioden in der RGB-LED einzeln ansteuern. Wie man sieht, ist es eigentlich gar nicht schwierig, mit dieser IRMP-Bibliothek zu arbeiten. Es ist vieles vorgegeben und man kann schnell die Sachen mal testen. Ich empfehle wirklich diese serielle Schnittstelle, diese Variante von der Main mit der seriellen Schnittstelle einfach mal zu verwenden, um zu testen, weil man sonst gar nicht sieht, ob da irgendwas funktioniert. So kriegt man das ganz gut raus. Und man könnte jetzt auch Folgendes machen. Man hat ja auf den Fernbedienungen, also hier, ich habe ein paar Fernbedienungen, wo zum Beispiel hier blau, gelb, grün und rot, rote Tasten sind, hier genauso. Das könnte man die Software so anpassen, dass man sagt, na gut, wenn diese Knöpfe gedrückt werden auf diesen Fernbedienungen, dann leuchtet jeweils die entsprechende Leuchtdiode in der Farbe. Das heißt, ich müsste hier gucken, welche Fernbedienungen dort sind und dann eben Switch machen. Die Case-Anweisungen zum Beispiel für Rot, Grün und so weiter sind dann auch unterschiedlich oder auch doppelt vorhanden. Man sieht zum Beispiel, hier habe ich nochmal Grün drin, da hatte ich mal eine andere Fernbedienung verwendet. Dort war dann für die grüne Taste kam dann als Wert 2069 raus und den habe ich hier eingetragen, es hat auch funktioniert. So könnte man das variabel machen. Ja, das war mal hier so ein kleines Wochenendprojekt zum Thema Infrarotfernbedienung und Steuerung von der RGB-LED hier über solch eine Fernbedienung mittels Mikrocontroller. Ich hoffe, es war etwas interessant und wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.